Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Heute mal nicht in 1:35, heute in 1:72, dafür aber trotzdem ordentlich gewaltig. Und zwar haben wir aus dem Hause Model Collect unter der Nummer UA72202 eine B52G Stratofortis Static Bomber. Ja, in 1:72, Riesending, seht ihr schon. Insgesamt haben wir 24 Spritzlinge, dann haben wir die Flügel, die sind nochmal einzeln, Ätzteile haben wir, Deckel für eine Variante. Die Farbvariante ist auch ausgearbeitet worden von Armo auf MIG, Desert Storm 1991. Und dann haben wir noch eine ganze Menge Zubehör hier drin, und zwar unter anderem AGM 109, 9 Stück, dann nochmal drei andere Bomben. Und eine AGM 86 und so weiter und so fort. Also da ist ordentlich, ich zeige euch das nochmal, ordentlich noch an Zubehör drin. Das sage ich euch vorher nämlich mal, bevor wir uns das Ganze angucken. So. Und dann würde ich euch einfach sagen, ich drehe das Ganze mal um. Und ihr folgt mir einfach mal und wir werfen einen Blick hinein. So, meine Lieben, wie von uns gewohnt, fangen wir zuerst mit dem Papier an. Hier haben wir auch ein ansprechendes Deckelbild. Dann die Beschreibung, um was es sich handelt. Dann startet die erste Innenseite mit gar nichts. Und die zweite ein bisschen was zur Geschichte der B52. Technische Daten haben wir hier in diesem Bereich. Das Ganze auf Englisch und hier ist ein bisschen Chinesisch, das interessiert nicht so. Hier haben wir Verarbeitungshinweise. Immer ganz nett, wo was zu beachten ist, weil die kleinen Piktogramme finden wir dann auch in der Anleitung wieder. Sollte man denn doch achten. So, auf Seite 2 und 3 hier haben wir eine Übersicht über die Teile. So, und dann beginnt der eigentliche Bau. Der Bau beginnt hier in diesem Fall mit der Kanzel mit dem Piloten, den ganzen Ständen hier, Bearbeitungspanels und so weiter und so fort. Ist, denke ich mal, sehr übersichtlich gestaltet. Sollte klar und verständlich sein, welche Teile wohin gehören. Wo Sachen tricky zu beachten sind, ist hier ganz nett, wie man hier sieht, in Farbe, in dem Fall mit Rot unterlegt, weil Sachen unklar sein sollten. So, machen wir mal weiter. Hier sieht es relativ umfangreich, sind auch ein paar Baustufen mehr, wird ja auch am Ende ein riesengroßes Modell. So, dazu würde ich euch noch gegebenenfalls Gewichte ans Herz legen, damit ihr das austarieren könnt. Viele hängen sich ja auch dann unter die Decke oder selbst beim Hinstellen aufs Laufwerk kann das sein, dass durch den Kunststoff Ungleichmäßigkeiten sind, dass es dann dazu kommen kann, dass das Modell kippelt und umfällt. So, hier haben wir Farbangaben für innen, wie das aussieht, die einzelnen Baustufen hier. Und ganz zum Schluss einmal von Armo auf MIG, die ausgearbeiteten Farbvarianten, die Farbtöne natürlich dann mit den Farbangaben von Armo. Dann haben wir hier einmal die Beschreibung, um welches Flugzeug es sich handelt. So, und das soll es schon gewesen sein mit der Anleitung. Ja, folgen wir dem Plastikteil. So, dieser Spritzling hier, das liegt zweimal drin, eine Vorder- und eine Rückseite für euch. So, zeige ich euch gleich mal die Vorderseite. Hier haben wir die Reifen. Wie man sehen kann, verfügen die Reifen, haben hier eine schöne Profilierung hier. Von außen ist nichts, muss ja auch nicht sein bei den großen Flugzeugreifen. Dann haben wir hier diverse Bauwerksteile, beziehungsweise fürs Triebwerk. So, schöne Anbauteile, die Teile sind schön zu sehen, auch hier von den Düsen. Drehe das Ganze nochmal um. Damit ihr auch mal die Rückseite sehen könnt, ist schön gearbeitet. Schöne Details hier. Müssen wir ein bisschen darauf achten, die Angussstücke hier sind ein bisschen stark. Gerade bei ganz kleinen Teilen. Schön aufpassen, dass nichts kaputt geht. So, hier kommen wir jetzt mal hinten zu den Heckflossen. Oder nee, das sind glaube ich sogar hier die Flügelspitzen. So, was uns hier auffällt, ist auf jeden Fall hier die schöne Detaillierung.
Da haben wir hier schöne Gravuren. Auch die Teile hier oben sind sehr schön wiedergegeben. Da hat man im Maßstab 1:72 auf jeden Fall schön was rausgeholt. Kann man schön bemalen, trocken malen, das Ganze einfach mal ein bisschen hervorheben. So, hier haben wir Teile vom Laufwerk, Anbauteile. Auch hier fällt uns wieder, gerade hier oben, haben wir eine sehr schöne Nietung, die hier zu sehen ist. Das ist auf jeden Fall sehr schön herausgearbeitet, das Ganze. Dann folgen jetzt mal Flügel. Ich lege das Ganze mal so hin. Eine Innenseite, eine Außenseite. Auch hier wieder sehr schöne Gravuren. Das Ganze ist schön wiedergegeben worden, wenn das dann zusammengeklebt wird. Kann man das sehr schön erkennen hier. So. Natürlich jetzt mal die falschen Seiten. So, jetzt aber. Zack. Passend, schmatzend zusammen, wunderbar zu sehen. Und wie man hier sehr schön sehen kann, ist das dargestellt, was offen dargestellt werden kann, mit einer schönen Detaillierung. Also da wird man nicht im Regen alleine gelassen. Das ist schon mal sehr toll gemacht, das Ganze. Und hier kann man sicherlich schon mal groß sehen, was für Dimension Ausmaß das Ganze hat, in 1:72 wohlgemerkt. So, dann haben wir hier die beiden Rumpfhälften. Einmal außen, einmal innen das Ganze. Ich halte das mal ein bisschen fest. Hier sind leider unschöne Auswerfermarken, aber das kann uns egal sein in dem Fall, weil hier noch ein Boden reingezogen wird, dass das Ganze nicht mehr auffällt. Und ich packe die Teile mal zusammen. Hoffentlich habe ich jetzt mal ein bisschen mehr Glück und erwische nicht wieder die falsch. So. Auch hier schmatzender Zusammenbau. Passen schön zusammen. Ein wenig Schleifen, Spachteln muss dann trotzdem. Aber ich denke mal, man kann sehen, was für ein Riesenflugzeug das Ganze dann wird. So, dann haben wir eine ganze Menge Anbauteile für die Bomben. Und zwar diese hier alle. Das ist eine ganze Menge, habt ihr im Vorfeld schon gesehen. So, das sind alles für die Beladung. Das zeigen wir mal im Einzelnen. So, hier haben wir für die Marschflugkörper. Auch hier haben wir eine schöne Detaillierung. Die Gravuren sind hier schön, was man natürlich auch noch ein bisschen verfeinern könnte. Das wären vielleicht Nietenreihen, aber in 1:72 ist das schon ganz schön sportlich. Dann haben wir hier die AGMs. Auch in zwei Varianten. Habe ich euch ja schon gesagt, die 80er und die 86er. Auch hier haben wir eine schöne Detaillierung. Gibt auf jeden Fall nichts zu meckeln. Kann man sehr schön wiedergeben, das Ganze. Dann hier sind noch weitere kleine Anbauteile. Auch diese Spritzlinge sind mehrfach vorhanden als Anbauteile. Zack, mal umgedreht, dass man das auch nochmal sehen kann. Auch hier eine schöne Detaillierung. So. Dann haben wir hier noch weitere Teile für das Triebwerk. Anbauteile links und rechts. Ganz besonders gefällt mir hier die Detaillierung, die wiedergegebenen Elektroleitungen, was da so zugehört. Hinweisen möchte ich auch noch, dass ich bis jetzt noch keine großen Auswerfermarken gefunden habe, wo sie groß stören. Dass ich weder noch irgendwelche Fischhäute gesehen habe oder blöd platzierte Angussstellen. Also das ist richtig schön überlegt gemacht. Dann haben wir hier noch weitere Teile. So. Auch hier fällt wieder die schöne Detaillierung auf. So, dann haben wir hier einmal die Kanzel vorne. Einmal außen, einmal innen. Glasigteile werden natürlich mitgeliefert, wo ihr auf jeden Fall darauf achten müsst, dass ihr schön sauber zusammenklebt. So, und leider lässt sich das nicht ganz vermeiden,
Huch. Leider lässt sich das halt nicht ganz vermeiden, dass ein bisschen geschliffen und gespachtelt werden muss. So, versäubert sind die jetzt noch nicht ganz, aber ich denke mal, es ist klar, wo die Reise hingeht. Dann haben wir hier auch gleich die Glasigteile. Schön sauber gegossen, alles was man dabei, was man braucht. Aus einem Stück hier vorne einmal die Kanzel und dann die beiden Seitenteile. Positionsleuchten haben wir da. Dann haben wir hier Ätzteile. Einmal diesen Bogen. Und dann, hoffentlich sieht das die Kamera hier oder fängt das ein. Dann haben wir hier, wo die Armaturen und Schalltafeln sind. Das ist auch als Ätzteil wieder schön weitergegeben, schön erhaben. Auf jeden Fall toll gemacht und schon schön in Schwarz. Man müsste dann nur noch die Armaturen dann schön nachmalen. Ja, für ein Flugzeug üblich. Dekels reichlich und viel. Fangen wir mal, es sind insgesamt zwei Bögen. Fangen wir mal mit dem ersten an. So, hier sind die ganzen Wartungshinweise. Dann haben wir die Hoheitsabzeichen und was halt alles so dazugehört. Die stammen aus dem Hause Kartograf. Davon können wir also ausgehen, dass sich das um einen 1A-Druck handelt, dass da nicht zu viel oder zu wenig Trägerfilm ist. Dann haben wir hier die Einheitenabzeichen, hinten einmal auch fürs Leitwerk. So, alles sehr schön gemacht. Nett hier für die Bombenabwürfe. Eine sehr hohe Qualität, das Ganze. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, ihr habt diesen interessanten Einblick auch so sehr genossen wie ich. Zu den Längen habe ich euch noch gar nichts erzählt. So, das gebaute Modell ist 67 cm lang und 78 cm breit. Das ist schon richtig, richtig ordentlich. Ich meine, gut, wir reden auch von der B52 in 1:72. Das Modell kostet unter 100 Euro. Wir bekommen dazu Ätzteile, toll gemachte Karwichteile. Die Detaillierung ist super. Eine interessante Dekel-Variante vom Desert Storm 91. Und ja, von mir für Model Connect beide Daumen dafür hoch. Wie immer freuen wir uns auf jeden Fall über Kommentare von euch. Ne? Vergiss das nicht. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal und bleibt uns gewogen. Bis dahin.